Leute, und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Battle Wars mit mir, dem Torben. Und das Ganze ist alleine, weil heute der... Warum ist es alleine? Ich weiß es nicht, weil Torben und Flo gerade nicht online sind. Ich aber sicher gehen will, dass morgen ein Video kommt und deswegen ich das Ganze alleine aufnehme. Vielleicht werden Torben und Flo heute noch kommen, dann nehmen wir schon mal eine Folge wieder für übermorgen auf. Aber jetzt nehme ich erstmal alleine auf Battle Wars und ja, wir rocken das Ganze trotzdem, würde ich mal behaupten. Weil wir eine der besten Spieler sind in BeatWars überhaupt. Jetzt geht's los. Und ja, falls ihr euch fragt, warum Tom Facecam? Facecam aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, Leute, so ist es. Die Facecam kommt jetzt von da, weil das Ganze einfach so ist, dass da jetzt mein zweiter Bildschirm steht. Und ich mal ein paar Perspektiven ausprobieren wollte und euch fragen wollte, welche ihr denn am besten findet. Ich finde die ganz cool. Cooler als die andere, muss ich sagen. Weil ihr mir sonst so von nahen direkt in die Fresse guckt. Und so sieht das, finde ich, einfach ein bisschen besser aus. Ich sehe das jetzt alles gerade auch auf dem zweiten Bildschirm. Dann weiß ich auch jetzt immer, wie lange ich aufnehme und so. Ist ganz praktisch, ist ganz cool. Und ja, so werden wir jetzt aufnehmen, immer. Und genau, dann rocken wir die Runde. So, ich hoffe, ich finde jetzt einen, der hier direkt genau perfekt. Das ist Teamwork, mein Lieber, du gefällst mir. Ups, da muss ich kurz ausstoßen. Macht gar nichts. So, wir snaggen uns jetzt hier die ganze Bronze. Moment, sind wir Team Grün, dann haben wir ein Problem. I have the feeling that we're... Oh, geil, wir sind zu dritt, Leute. Wir rocken's, ey. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Warum sind wir zu dritt und die anderen zu fünft? Welche Spacken haben da schon wieder geleftet direkt am Anfang? Ey, ohne Witz, was ist denn los mit denen? Kann doch nicht sein. Weißt du, du bist zu fünft und auf einmal steht da nur noch, ja, drei Leute sind übrig, ja, danke schön auch. So, immerhin haben wir hier die Bronze, ach, die Bronze. Genau, Leute, immerhin haben wir die Bronze bekommen. Mein Gott, immerhin haben wir das Gold. Das goldene Gold. So, wir müssen damit jetzt nämlich die Mitte halten. So läuft das hier so und nicht anders. Okay, gib her Bogen. Gib her Pfeil. Perfekto. Gib her Essen. Oh, ich brauche Bronze für Essen. Ender Creeper D. Alles klar. Zeig mal, was du so drauf hast, Ender Creeper D. So, wir snaggen uns jetzt natürlich hier auch direkt ein Schwert, weil ohne Schwert in der Mitte ist er manchmal doch wirklich nicht ganz so gut. Pass auf, das machen wir so. Alte Tactics hier. XXX Tactics, XXX. Weil dann kommt da auch schon ein Spieler an. Was natürlich gar nicht geht. Er hat irgendwie entweder gelaggt oder war einfach richtig dumm und ist von einem Block gelaufen. Kann jetzt natürlich beides sein. Ich meine, gut, ne? Habe ich gesagt. Es gibt manche ziemlich dumme Bad-Wars-Spieler. Ja gut, das habe ich. Aber es macht ja gar nichts. So, den da oben schießen wir erstmal runter. Ah, das hat ja nicht so gut funktioniert. Ja, danke, dass du auch da durchgerannt hast. Das ist immer toll. So. Falls ich es gerade übrigens nicht gecheckt habe, Ender Creeper HD ist in meinem Team, also ist jetzt nicht so gut. Ja doch, eigentlich ist es schon gut, weil er hat natürlich die Creeper Skills. Alter, ich muss jetzt mal wieder mit meinem neuen Texture Pack, also mit meinem neuen alten Texture Pack klarkommen. Es ist schon so eine kurze Ungewöhnungsphase hier. Von meinem alten, also von meinem quasi neuen Weihnachts-Texture Pack, was ich ja jetzt auch einen Monat drin hatte. Natürlich ein bisschen HD, mehr HD, hochauflösender, wie man es so schön sagt. Aber das gefällt mir für den PvP, für PvP-Spielmodi noch viel besser, weil, ja, weil mir das einfach besser gefällt. Weil es einfach schlichter ist und nicht so, und es sind halt keine komischen Weihnachtstexturen da drin. Das ist ja schlimm gewesen, du. Ne, das soll ja genauso sein für ein Weihnachts-Texture-Pack. Aber doch bitte nicht für ein PvP-Pack. Und so ist es ja auch nicht. So, er will jetzt... Ne, er will keinen Stress machen, okay. Kapiert. Ah, jetzt habe ich den gelben getroffen. War natürlich nicht der Plan. Plan war eigentlich, den roten zu treffen, den ich gerade nicht treffe, sondern ich treffe den blauen. Ist ja behindert. So, ich habe ihn gesnackt. So, und dann können wir jetzt auch... Na, es hat gut funktioniert. Ich wollte eigentlich sagen, so, dann können wir jetzt auch loslegen. Und wenn wir ihn erst einen Hit verpassen, dann sollte er weg sein. So, er rennt gerade davon. Das können wir uns natürlich nicht bieten lassen. Bist du dumm? So, einer down. Oh, holy shit. Ich bin Team Grün, ne? Okay, alles ease, alles ease. Den da snaggen wir mal ganz kurz. Okay, hat nicht funktioniert.
Einmal kurz hier die Stellung bewahren. Okay, alles ist. Okay. So, Leute, wir haben es. Ich weiß nicht, warum es in letzter Zeit manchmal so ein bisschen laggt. Vielleicht liegt das am zweiten Bildschirm, weil der einfach ja, noch ziemlich viel Grafikspeicher wegnimmt von meiner Festplatte. Aber es sollte eigentlich nicht so sein. Moment, wie viele Frames haben wir gerade? 48. Okay, das ist ein bisschen schwach, muss ich sagen. Aber ich hoffe, das gibt sich. So. Ja, okay. Ihn kriegen wir nicht. Okay, schade. Ah, schade. War knapp auf jeden Fall. So, da hinten kommt einer. Okay, er will uns auf die harte Tour. Ist damit auch erledigt. Dann ihn wollen wir da hinten gar nicht jetzt ankommen lassen. Dann kriege ich direkt mal ein paar Warnpfeile ab. Ach, und von hinten kommt ein grün, blauer Baby. Tschüss. Tschüss wild, tschüss wild. Oh nein. Er ist mit dem ganzen Gold gestorben. Das ist ja nicht sein Ernst. Sehr schön, Ender Creeper, der hat den blauen zumindest gekriegt. Ich hoffe, er kommt zurück. Weil jetzt stürmen da gerade alle die Mitte. Ich brauche unbedingt ein besseres Schwert. Ohne besseres Schwert geht bei mir ja nicht. Weil ich ja ein übelst krasser Nahkämpfer bin und auch übelst gerne... Nein, er ist da runtergefallen und die Meute stützt sich direkt auf ihn drauf. Und ich ja natürlich auch übelst gerne im Nahkampf kämpfe. Deswegen ist ein Schwert für mich so das Wichtigste, was man machen kann. Ich meine, es ist eigentlich für jeden das Wichtigste, ein gutes Schwert zu haben. Hi! Na, alles klar bei dir? Du denkst jetzt so, oh, ich bin Gott, aber nein, bist du gar nicht. So, noch jemand auf die Fresse? Okay, pass auf, wenn... Drei rote schaffe ich auch nicht mit meinem Eisenschwert, das muss ich so offen sagen. Also vielleicht würde ich es schaffen, aber ich will es nicht riskieren. Das ist mir einfach... zu risky. Guck, du fragst dich jetzt, okay, er verzieht sich direkt wieder. Er fragt sich einfach gar nichts, weil er direkt wieder weg ist. So, drei rote sind noch da. Vier rote sind es jetzt sogar. Okay, ihn dürfen wir natürlich nicht nach Hause gehen lassen. Was? Hacker. Das kann es nicht sein, komm. Gib ihm. Oh, shit. Das war doof. Er ist davon gekommen, aber verdammt. Okay, wir bauen uns erstmal hier so, dass man uns hier nicht runterkicken kann. Weder von der Seite noch von der Seite. Okay, ihn lassen wir durch. Wir haben ja nur ein Problem mit den Roten gerade. Weil die sich gerade, glaube ich, ganz gut equippen. Tun. Ein Ender Creeper, der hat einen. Ich habe den. Jetzt hole ich mir auch noch den. Ich hoffe zumindest, dass ich ihn mir hole. Holy shit! Oho, ich brauche Hilfe, Leute, ich brauche Hilfe. Okay, sehr gut, jetzt kann ich auch mithelfen. Das ist dann natürlich Ease. So, einmal kurz die Lage checken hier. Alles Ease, gut, er ist kaputt. Ender Creeper, die hat ihn. Das Bett von Team Gelb wurde zerstört. Macht's nicht einfacher, weil Gelb sowieso kaputt war. Leften alle typische Bad Wars Spieler in letzter Zeit, finde ich, weil die meisten leften in letzter Zeit, hat man ja auch in unserem Team gesehen, wo direkt einfach mal am Anfang zwei weg waren, ist natürlich nicht stark, kann man aber auch nichts gegen machen. So, blau ist das stärkste Team, rot hat aber das beste Equip, deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt, welches Team wir zuerst machen sollen. So, er will unbedingt gegen meine Pfeile ankommen, aber wenn ich dir da viele reindrücke, dann hast du leider auch keine Chance. So, und du wirst jetzt runterfliegen, Kollege. Alter, wollt ihr mich verarschen? Habt ihr irgendwie so Balance-Hacks oder so? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Das ist, kann ja wohl nicht angehen. So, Kollege. Da kommt jetzt der blaue Wehrdienst. Ist natürlich nicht so cool. Da muss der Turm sagen, wenn da so viele jetzt ankommen, macht ich dann auch mal einen gekonnten Abgang. Okay, Ender Creeper HD kommt zurück. So, da kassieren die jetzt natürlich. Zack, zack, zack. Jetzt du, komm, gib her. Ja. So, jetzt du noch. Hi. Na, Kollege, bist auch down. So, wer jetzt? Du. Okay. Perfekt. Komm, kriegst auf die Fresse. Ja, komm hier. Zack, zack, zack. Hacker, ne? Ich weiß. Ja. Komm. Hör auf. Mach keinen Scheiß. Ich bin down. Cool. So muss das, Leute. 5 Gold dabei. Perfekt. Was willst du mehr, ne?
Schön Bowspam, der Rote, haut da rein, hat er gut gemacht. Ja, Respekt an ihn, Respekt an seine Seite, hat er echt gut gemacht. So, 52 PS, PS, 52 Frames, kommen mir schon ziemlich ruckelig vor, muss ich sagen. Wenn man da an meinen alten PC denkt, dann will ich gar nicht sagen. Könnt ihr euch mal alte Videos reinziehen, war schlimm. Mit dem, mit der alten Mühle. Ist auf jeden Fall besser, jetzt zur Zeit. Aber, ja, keine Ahnung. Kriegen wir schon hin, Leute, oder? Würde ich sagen, kriegen wir hin. Es ist Bullshit, diese Runde, weil einfach keiner hier irgend... Oh, perfekt. So, das sieht doch jetzt schon anders aus. Gut. Blau ist auch ein weniger, das heißt, jetzt können wir tatsächlich was reißen. Ender Creeper, der hat auch einen gesnackt, ist dann jetzt natürlich draufgegangen. Versuchen wir uns mal ihn hier zu holen, ne? So, zack. Weil er snackt gerade das... Oh, hi. Hi. Ja, kommt einfach zu 400. Psst. Mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Wer schießt hier überhaupt? Wo ist unser Kollege? Er ist unsichtbar bei mir. Okay, ease. Ja, dann würde ich sagen, wird es Zeit für die ultimativen XX Tactics XX. Denn die Turm-Taktik ist natürlich auch auf dieser Map machbar. Meine lieben Damen und Herren, so hier. Ich benötige natürlich noch eine Spitzhacke und ein wenig zu fressen, wie man so schön in Minecraft sagen kann. Im echten Leben wäre es natürlich etwas zu essen. Okay. Und dann wollen wir mal unsere ultimativen Taktik spielen lassen hier. Also es geht das Wasser hoch und dann wird sich hochgebaut. Und dann natürlich nach links. Ich bin klug, weil rechts war ja gelb. Betonung liegt auf wahr. Links holen wir uns dann rot. Und vielleicht geht es dann ja auch weiter zu blau. Das kommt dann immer drauf an, wie gut das Ganze denn funktioniert. So, da hinten sehe ich schon, steht eine Brücke von gelb zu blau. Die können wir natürlich ausnutzen, wenn wir da hinkommen. Das ist ganz cool. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ob ich direkt durch die Mitte dahin rennen soll oder ob ich lieber jetzt erstmal XX Storm Tactics XX machen soll. Da ich gerade sehe, dass Ender Creeper HD gerade ordentlich rot tötet, würde ich mal behaupten, wagen wir uns doch einfach mal. Okay, jetzt ist er gestorben. Wagen wir uns doch einfach mal an rot dran. Vielleicht checken die es eher nicht. Ich würde es hoffen. Und dann würde ich sagen, zerstören wir deren Bett, wenn die es nicht kapieren. Das wäre zumindest ziemlich cool. So, wir können hier nämlich ins Wasser springen oder in die Spinnweben. Da bleibt uns ziemlich viel offen. So, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ist ja super. Jetzt sind wir schon mal über den Wolken. Das heißt, geringere Sichtchance für die anderen Spieler. So wie wir das haben wollen. Weil wir wollen ja möglichst unsichtbar bleiben. Und dann mal gucken, Nixi 81 wurde von Nightblade HD getötet. HD-LPs sind immer gut in Minecraft, weil die nehmen ja auch auf und jeder, der aufnimmt, ist ja auch gut. Da fragt mich gerade der Felix, was ich da mache. Ich baue mich hoch und zerstöre das nächste Bett, Felix. Das ist die Torben-Taktik, die solltest du auch kennen, weil du meine Videos guckst. Wenn nicht, dann zeige ich sie dir jetzt. Also man baut sich hoch. Baut sich dann zum Gegner und springt dann da in ein Wasserbecken oder ähnliches. Also, sorry. Okay, er hat's kapiert. Sehr gut. Ja. XX Storm Tactic XX. Ist das einer von uns? Ja, es sollte meiner Meinung nach ein grüner sein. Ich hoffe, es ist kein blauer, sonst haben wir gleich ein Problemchen. Felix, kannst du mich immer warnen? der kann nicht im TS ist, also gar nichts davon hört. So, nee, es war... Ja, gute Frage, was hat, weil das sieht eher nach blau aus, aber auf jeden Fall rennt er zurück. Das heißt, keine Gefahr für unser kleines, liebes Bettchen. So, jetzt wird sich hier zur Seite gebaut, aber irgendwie sehen alle, nee, das ist so, weil ich über den Wolken bin, blau und grün sehen da irgendwie gleich aus, keine Ahnung. Über den Wolken ist die Freiheit halt grenzenlos. So, rot hat 4 Spieler, davon sind gerade mindestens 2 oder 3 sogar in der Mitte. Das heißt, freie Bahn für uns, wenn wir jetzt noch das Wasser treffen, ist alles perfekt. Und ich wette, jetzt funktioniert es nicht, weil hier ist das wirklich schwerer als sonst. Also es sollte immer noch eigentlich zu schaffen sein, wenn man ein bisschen Minecraft spielend. Oh, ja, gekonnt. Muss ich mal kurz anmerken. Genau getroffen.
So, dann springen wir hier rein und lassen uns schön vom Wasser hier runtertreiben, Leute. So wie das muss. Und hier machen wir einen Halt. Also auf dieser Map kann man das wunderbar machen. Nämlich einfach, indem man hier so rüber geht. So, und sich dann von oben an das Bett baut. Like this. Nightblade HD wurde getötet. Das ist ein bisschen traurig. Aber er sollte trotzdem nichts von unserem kleinen Vorhaben hier verstehen. Denn er ist ein wenig dumm in seinem Hirn. Und da ist auch schon das Bett kaputt. Hallöchen. Ja, wie geht's denn so, Nightblade? Dein Bett ist jetzt gerade zerstört worden. Ich hoffe, du kannst damit leben. Aber es sollte ja eigentlich für dich machbar sein, ne? Ist ja ganz in Ordnung. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm, jetzt baue ich einfach deinen Block ab. Und dann bist du auch schon weg. Ist jetzt natürlich nicht so stark von dir gewesen. Nicht wahr? So, du bist gerade auch ein bisschen ein Brain AFK. Tschüssi. Gut, damit haben wir das Team schon mal ein bisschen ausgerottet. Jetzt leben halt nur noch die, die in der Mitte... Ach, Team Rot wurde vernichtet, das ist ja perfekt. So, dann geht es jetzt natürlich auch direkt weiter zu Blau. Die Frage ist, wie machen wir das? Natürlich gehen wir... Das ist ein... Ach, ich... Hä? Wie dumm war ich denn gerade, Leute? Okay, da könnt ihr mir jetzt alle mal einmal in die Kommentare schreiben, Torben, du warst dumm. Weil ich da tatsächlich dumm war. Ich erlaube euch, es passt einfach... Auf die Base auf. Okay. Ich mach das Ganze schon. Das ist gar kein Ding. Spawn Camper. Ja, scheiß auf Spawn Camper. Kollege, das ist erlaubt. Ja. Ich bitte dich. Passt einfach auf die Base auf. So. Der Torben wird das regeln. Moment, die werden uns die ganze Zeit abschießen. Das ist richtig. Spawn Camper halt, ne? Das heißt, wir müssen mal wieder unsere XX Tactics XX rausholen. Wir werden uns jetzt natürlich nicht in die Mitte damit bauen, sondern werden jetzt... ich denke, wir gehen wieder zu Rot. Und von Rot bauen wir uns dann zu Blau. Weil wenn wir uns jetzt zu Gelb bauen, das zieht, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Weil das so ist, dass... dass ich einfach in den Blickwinkel von dem bin. Weil auf Rot achten die kein... Kein Stückchen achten jetzt mehr auf Rot. Und das heißt für mich eigentlich, wenn ich bei Rot bin, ja, easy to go. So, das Ganze ist, wenn jetzt auf unsere... Wenn jetzt auf unser Bett aufgepasst wird, könnte ich das locker schaffen. Wenn nicht, habe ich ein Problem, könnte es aber trotzdem schaffen. So, wir sind schon wieder über den Wolken. Halt abgehoben, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir sind jetzt gleich auch schon wieder, da ist unsere perfekte Höhe. Wir snaggen uns einmal kurz hier die Blöcke und sortieren die mal wieder so, wie sie sein sollen, bitte. Und dann geht's los. Also, das gleiche Ziel ohne Essen diesmal wird ein bisschen tricky. Ob wir das überleben, man weiß es nicht, Leute, man weiß es nicht. So kommen wir nicht weiter. Doch, wir kommen so weiter. Ich schreib mal doch. Lenkt. Sie ab. Okay, perfekt. Weil die, ich glaube, die haben auch gerade nicht verstanden, wie ich das rote Bett zerstört habe. Oder dass ich überhaupt irgendein Bett zerstört, dass ich, nee, wenn kein Bett fehlt. Nee, das Ding ist ja, ich bin ja in deinem Team in Ender Creep HD und ich habe das geschrieben. Ach, ich verstehe nicht, egal. Auf jeden Fall schaffe ich das jetzt. Locker flock. Hoffe ich zumindest. Es wäre zumindest ein großer Traum von mir, der dann in Erfüllung gehen würde. Weil zwei Betten in einer Runde habe ich, glaube ich, noch nie mit der Torben-Taktik zerstört. Oder halt ganz am Anfang. Genau, sind wir nicht zu dritt. Wo ist Adi der Zocker? Adi der Zocker, hm? Du bist... Wo bist du? Egal, ich habe gerade keine Zeit für solche Spielereien. Ich bin ein viel beschäftigter Mann. Wie weit muss ich noch ein Stückchen? Und ja, hier oben kann ich auch nicht runtergeschossen werden, es sei denn, einer hat Skill. Das ist aber bei den wenigsten der Fall. Also, dass sie mich hier runterschießen können. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Tobi Flo traue ich das zu, muss ich sagen. Aber dem Rest eigentlich jetzt eher nicht so. Zumindest von denen, die sonst so Bad Boy spielen. Und ja, das... Den traue ich das einfach nicht zu. Jetzt sollten wir... Haben wir keine Aufmerksamkeit bekommen? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Leute. Oh, da unten rennt noch einer von seiner Base weg. Oh, der arme Junge.
Oh, der arme Junge. Komm schon, bitte, 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 bitte. Adi, der Zucker ist auch wieder da. Perfekt. Mr. Random Name ist gestorben. Nicht so perfekt. Ender Creeper hat abgelenkt. Perfekt. Ich hoffe, die verstehen das jetzt nicht. Bitte, ich muss nur noch ein kleines Stückchen hier hin. Gib mir noch maximal 2 Minuten, dann ist das Bett weg. So, jetzt ist die große Challenge. Triff das Wasserturm. Weil du bist jetzt gerade echt... Na, ich will ganz gerade da runterspringen können. Das kann ich natürlich auch nur schwer einschätzen. Aber so sollte es schon fast klappen. Perfekt, schon wieder ganz genau getroffen. So, dann lassen wir uns jetzt hier runterspülen. Ganz gechillt. Ganz ease, ne? Get wrecked an euch. So, bis hierhin. Perfekt. Wenn ich gestorben wäre, das wäre unpraktisch. Oh Gott, hoffentlich hat er es nicht gesehen. Hoffentlich hat er es nicht gesehen. Wenn er es gesehen hat, bin ich am Arsch. Dann bin ich einfach am Arsch, wie die Bayern sagen würden. Beziehungsweise wie der Felix sagen würde. So, jetzt ganz schnell. Und das war's mit eurem Bett. Das war's mit eurem Bett. Hi! Na? Alles easy? Au! Schieß mich doch bitte nicht ab, komm, mach das nicht. Oh, jetzt bin ich tot. Och, Manno. Das könnt ihr mir doch nicht antun, meine lieben Freunde. So. Ich schreibe mal nichts, weil das kann man immer noch verlieren, locker. Wenn wir jetzt nicht gut spielen. Ja, deswegen sage ich einfach mal nichts. So. Siehste. Eats. So, ich habe es jetzt doch geschrieben, aber gut. Die Turmtaktik hat tatsächlich funktioniert. 2 Betten in einer Runde damit zerstört. Locker easy. Turmtaktik ist halt einfach stark. Da machst du nichts. Und dann würden wir sagen, holen wir jetzt mal ein paar Blau. Wenn wir es schaffen, es sei denn, die machen jetzt wieder schön ihren Bowspam, was nicht cool wäre, aber da kann man halt nichts dran machen. Es ist halt so, ich hoffe, die benutzen jetzt nicht unsere Brücke, um hier zum Ruhm zu kommen. So, okay. Die haben sich alle zurückgezogen, das heißt, sie werden gleich Bowspam machen, aber immerhin haben wir dann die Mitte. Was dann schon eine gute Sache sein sollte. So, jetzt komm, gib mir den Bowspam. Komm, gib ihn mir. Komm, gib mir den Bowspam. Ja, komm, du willst ihn mir geben. Kriegst ihn aber nicht. Schade, du, muss ich sagen. So, komm her. Gib's mir. Nein, da... Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Okay, alles easy. Einer down. Einer von dreien. Okay, locker. Ganz ohne Probleme. Okay, so ohne Probleme, was nicht. Jetzt fängt er wieder an, Bowspam zu machen. Oh, schön. Ein Traum, Ender Creeper HD. Das war sehr gut. Jetzt haben wir die Runde natürlich easy gewonnen. Dank der Turmtaktik, Leute. Ey. Alter, der hat mir einfach einen Hit mitgegeben. Kann der es machen? Nein. Eigentlich darf der das nicht, Leute. Meine Freunde, ich bitte euch. So, hier oben haben wir auch 7 Eisen rumfliegen. Damit steht uns ja eigentlich die ganze Welt offen. Er kommt jetzt näher, wie man da hinten sieht, mit seinem Bogen und versucht uns hier natürlich alle schön immer runter zu splashen. Kann man jetzt sagen? Kann man eigentlich nicht, ne? Eigentlich kann man schießen sagen. Schießen kann man dann doch sehr gut sagen, eigentlich sogar. Solange wir den aber nicht an unsere Base kommen lassen, beziehungsweise wenn er an unsere Base ist, dann direkt runterkicken, stellt er kein großes Problem dar. Alle auf einmal ist eine Idee, wenn ich keine Sachen hätte. Okay. Dann go. Go, 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 go. Und go. Hab ihn. Is. So. Locker flockig hier gewonnen mit einem schönen paar Ausweichmanövern. Haben wir ihn da runtergekickt. Ja, das war eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr könnt ja jetzt noch einmal meine geilen Stats sehen der letzten 30 Tage. Okay. 139 Kills, ja gut, ne? Aber die davor sind interessant, 289 Kills, gewonnene Spiele 133. Okay, Leute, das war's dann für diese Folge Bad Wars am 2. Weihnachtstag. Ich wünsche euch allen nochmal frohe Weihnachten. Es tut mir auch leid, dass in den letzten Tagen kein Video kam, aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
morgen. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.